Na, ihr Käsekroketten, wie geht's euch heute? Mein Name ist Monique, heute ist Montag, was bedeutet, es ist Murder Mystery und Make-up Montag. Falls du neu bist, jeden Montag übersetze und ergänze ich ein Video der fabelhaften Bailey Sarian und versuche ihren Look nachzuschminken. Also, falls du interessiert bist an wahren Verbrechen und vielleicht auch an Make-up, abonniere gern meinen Kanal, ich bin jeden Montag und Donnerstag für dich da. Donnerstag dann mit einer selbst recherchierten Geschichte. Das Originalvideo, Baileys Kanal und ihr Instagram sind unten in der Videobeschreibung hinterlegt. Alle Produkte, die ich für das Make-up verwende, schreibe ich immer hier klein hin. Ihr findet es aber auch in der Videobeschreibung oder in Bildform auf meinem Instagram-Account. Und hier möchte ich mich jetzt einmal nochmal bei meinen Kanalmitgliedern bedanken. Vielen Dank für euren Support. Ich freue mich sehr, dass ihr Kanalmitglieder seid. Heute reden wir über einen Fall, der mir, seitdem ich ihn das erste Mal bei Bailey gehört habe, nicht mehr aus dem Kopf geht. Ich denke immer wieder an ihn und versuche ihn mir irgendwie so zusammenzupuzzeln, aber ohne zu einem Ergebnis zu kommen. Das ist ein bisschen frustrierend. Ich hoffe, euch geht es damit ein bisschen anders. Mal gucken. Heute reden wir über Tina und Gabriel Watson. Fangen wir erstmal mit Tina an. Tina wurde am 13. Februar 1977 in Deutschland geboren. Nach der Geburt wurde sie aber zur Adoption freigegeben und kam erstmal in ein Waisenhaus. 1980 wurde sie dann von Tommy und Cindy Thompson aus Walker Country in Alabama adoptiert. Die beiden hatten schon eine jüngere Tochter, also zu diesem Zeitpunkt war Tina ja schon 3 Jahre alt. Zusammen zog die Familie dann nach Birmingham, immer noch in Alabama, um dort ihre Töchter großzuziehen. Die Familie war glücklich, alle liebten sich und es war wirklich so eine Familie, wo Friede, Freude, Eierkuchen herrschte. Und jetzt nicht dieses und dann, sondern es schien tatsächlich eine glückliche Familie zu sein. Dass wir das noch erleben dürfen. Als Tina noch ein Kind war, diagnostizierte man bei ihr eine Herzrhythmusstörung, die besonders bei Kindern oder Jugendlichen auftritt, die sehr viel Sport machen. Die Begleiterscheinungen sind sowas wie Benommenheit, Schwäche, Kurzatmigkeit, aber auch Brustschmerzen. Sie bekam zwar einige Medikamente, die man ausprobierte, aber nichts davon half ihr so richtig. Im Alter von 24 ließ sie dann einen kleinen Eingriff durchführen, um dieses Problem in den Griff zu kriegen. Ihre Familie sagte, dass Tina ein strahlenfröhlicher Mensch war und jeden Raum erhellte. Alles Tolle, was man so über einen Menschen sagen könnte, traf wohl auf Tina zu. Und es scheint, sie war ein wirklich wundervoller Mensch. Tina ging auf die Universität in Birmingham, also da, wo sie auch wohnte, und dort lernte sie einen Mann kennen, in den sie sich verliebte. Und dieser Mann machte ihr einen Antrag. Doch aus der Verlobung wurde nichts. Ihre Mutter war mit dem jungen Mann nicht einverstanden und ich weiß nicht, woher diese Mütter diese übersinnliche Gabe haben, um zu wissen, wer zu ihrem Kind passt und wer nicht. Ich persönlich hätte viel öfter auf meine Mutter hören sollen. Viel öfter. Tina löste also diese Verlobung und traf dann, immer noch an der Universität, ihren zukünftigen Ehemann Gabe. Sie fing an, im Januar 2001 sich zu daten. David Gabriel Watts, sein vollständiger Name, war gut 1,90 Meter groß, also er war ein ziemlich großer Junge. Seine Freunde sagen über ihn, dass er ein sehr freundlicher und umgänglicher Typ sei, der mit allen zurechtkommt. Er bat Tina schon vorher um ein Date, aber da war sie ja noch verlobt, also sagte sie nein. Aber er gab nicht auf und er fragte sie immer wieder, bis sie schließlich zusagte und sie gingen gemeinsam zu der Silvesterparty von 2000 auf 2001. Und von da an wurde es langsam immer ernster zwischen den beiden. Nach dem Uni-Abschluss wurde Tina Managerin in einem Bekleidungsgeschäft in einer Mall, also in einem Einkaufszentrum. Und Gabe arbeitete in der Verpackungsfirma seines Vaters. Gabe liebte Geräte tauchen. Flasche um, ab ins Meer und sich darum tümmeln. Das war mehr als ein Hobby. Wenn er es sich hätte aussuchen können, wäre das gewesen, womit er Geld verdient. Also es war seine Passion. Er hat sich sogar zu einem Rettungstaucher ausbilden lassen. Tina fand das ganz gut, aber sie war nicht so begeistert wie Gabe davon, sodass sie erst im Januar 2003 anfing, Tauchunterricht zu nehmen, damit die beiden ein bisschen mehr gemeinsam unternehmen konnten. Ihre Eltern waren deswegen etwas besorgt, weil sie ja damals diese Herzrhythmusstörung hatte. Tinas Vater Tommy ging sogar zu Gabe, um ihm von seinen Bedenken zu erzählen. Aber Gabe wischte das alles beiseite und sagte, ey, ich mache so oft das, was eure Tochter will. Jetzt kann sie ja wohl auch mal das machen, was ich möchte. Das hat zwar so gar nichts mit den Bedenken der Eltern zu tun, aber okay, boy. Im Februar 2003 bat Gabe dann bei Tommy
um die Hand von Tina. Und Tommy zögerte wohl. Er fand es zwar gut von Gabe, dass er diesen Schritt machte und ihn halt fragte, aber seinen Segen oder seine Zustimmung gab er ihm nicht. Ich meine, das ist eine nette Tradition, aber wirklich ausschlaggebend ist das ja nicht. Nicht den offiziellen Segen von Tommy bekommen zu haben, hielt Gabe aber nicht davon ab. Wobei, er verspottete Tina mit diesem Antrag immer ein bisschen. Also er wedelte wohl mit dem Ehering vor ihrer Nase herum, aber er machte ihr nie den Antrag. Guck mal, hier ist der Ring, aber du kriegst ihn nicht. Ich weiß nicht, wie es euch bis zu diesem Punkt geht, aber ich finde Gabe nicht besonders freundlich oder umgänglich. Ich halte ihn für einen kleinen Spackofatz. Er sagte, er habe nur auf den richtigen Augenblick für diesen Antrag gewartet. Am 20. April 2003 versteckte er dann den Ring in einem Osterei und schickte dann Tina in den Garten oder ums Haus herum auf die Eiersuche. Und als sie dann bei dem richtigen Ei angekommen war, machte er ihr endlich diesen heiß ersehnten Antrag und sie sagte ja. Ihre Eltern waren nicht wirklich begeistert. Sie fanden, dass Gabe immer nur das tat, was er tun wollte. Sie dachten auch, dass es in der Beziehung zwischen den beiden zu wenig Kommunikation gab. Sie waren halt keine Fans von Gabe. Gabe und Tina wollten sich für die Zeit nach der Hochzeit ein Haus kaufen. Doch Tinas Studienkredit war noch so hoch, dass sie so keine Hypothek aufnehmen konnten. Und so übernahm Gabe $12.000 von Tinas Schulden auf seine Kreditkarte. Das finde ich jetzt ganz nett. Am 26. September 2003 besuchte Tina dann ihren Vater. Aber nicht nur um Hallo zu sagen, sondern sie wollte ihn auch darum bitten, weil Gabe es so wollte, dass Tommy die Lebensversicherung, die auf Tina abgeschlossen war, auf das Maximale erhöhen sollte und Gabe als Begünstigten eintragen sollte. Bis dahin war Tommy ihr Vater als Begünstigter eingetragen. Ist ja klar, dass irgendwann der Lebenspartner eingetragen wird, aber ja, Tommy fand das halt merkwürdig. Und er sagte dann zu Tina, mach dir keine Sorgen, Kleines, das klären wir nach deinen Flitterwochen. Du kannst Gabe aber sagen, dass das erledigt ist. Am 11. Oktober 2003 heirateten Tina und Gabe. Und danach ging es natürlich sofort in die Flitterwochen. Die Flitterwochen kosteten $10.000 und die hat die Oma von Gabe übernommen. Das finde ich auch sehr nett. Geplant waren 2 Wochen Australien. Eine Woche wollten sie nach Sydney, um da Sightseeing zu machen und sie haben auch sehr viel gesehen. Und die 2. Woche wollten sie auf einem Tauchschiff verbringen. Dieses Schiff lag in Townsville in Queensland. Dort gingen sie an Bord von einem 4,5-Sterne-Schiff mit einer vollbepackten Route. Also es waren wohl so um die 25 Tauchspots geplant, Schiffswracks, Riffe. Ich persönlich stelle mir Tauchen ja ziemlich schön vor, aber auch total gruselig. Ich bin ganz offensichtlich keine Meerjungfrau. Und wenn da was schief geht, so tief im Meer, also du bist im Meer, um dich herum ist nur Meer, über dir, neben dir, unter dir. Ist. Und wenn du da nicht richtig aufpasst und die Strömung ist stark, ja, allerdings siehst du das, was es da gibt, halt auch nur da. Das Schiff, mit dem sie losschipperten, hieß Spielverderberin. Und so ein bisschen war sie das auch. Gabe hatte bis zu seinen Flitterwochen 55 Tauchstunden und war als Rettungstaucher ausgebildet. Tina hatte nicht mal 10 Tauchstunden genommen, aber sie fühlte sich mit Gabe an ihrer Seite sicher. Und nun stand eine ziemlich schwierige Tauchstelle an zu einem Schiffswrack. Und dort wird einem halt empfohlen, einen sehr erfahrenen Taucher mitzunehmen. Und die von dem Schiff, die boten ihm das auch an, hey, wir begleiten euch gerne, falls was passiert, sind wir halt da. Aber Gabe lehnte ab. Immerhin war er ja erfahren genug. Ich habe so und so viele Stunden und ich bin ausgebildeter Rettungstaucher. Ich habe sogar ein Zertifikat. Wir brauchen keine weitere Hilfe. Nett und umgänglich. Nett und umgänglich. Bevor sie dann aber lostauchen konnten, hatte Gabe Probleme mit seinem Tauchcomputer. Es gab auf einmal so ein Alarmsignal und er zeigte auch die Werte nicht richtig an. Und der ist wohl auch mit deinem Tauchpartner verbunden, dass du nicht nur deine Werte sehen kannst, sondern auch wohl die von deinem Partner, damit du das so ein bisschen im Blick behalten kannst, bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher. Jedenfalls gab es da Probleme und er hatte ganz schön zu kämpfen, das wieder hinzubekommen, dieser Profi. Es war der 22. Oktober 2003. Gegen 10.30 Uhr. Und dieser Tauchgang war schwer wegen der Tauchtiefe und der Meeresströmung. Einmal nicht aufgepasst und du bist 10, 20 Meter weiter drüben. Gefährlich.
gefährlich. Auf dem Schiff waren natürlich Leute, die, auch wenn Gabe es ablehnte, trotzdem jederzeit bereit wären, ihnen zu helfen. Dann fragte Gabe noch nach zusätzlichem Gewicht für Tina, denn er sagte, dass sie es mit ihrem Gewicht nicht bis zu dem Wrack schaffen würde. Naja, und dann gaben sie ihr die Gewichte und Gabe packte die in ihren Gürtel. Und dann tauchte Gabe mit Tina zu dem Wrack herunter. Gabe sagte, dass Tina recht schnell anfing, sich auffällig zu benehmen, so als wäre irgendwas nicht in Ordnung. Sie wäre panisch geworden und Gabe habe versucht, sie zu beruhigen, aber dabei hätte Tina ihm das Mundstück für seine Sauerstoffflasche aus dem Gesicht geschlagen. Und dann wäre er in Panik geraten und hätte sich gar nicht mehr um Tina kümmern können, sondern wäre auf der Suche nach seinem Mundstück gewesen. Was irgendwie nach Quatsch klingt, weil du wirst ja darin ausgebildet, in Paniksituationen mit solchen Menschen umzugehen und wirst ja auch darauf vorbereitet, dass dir diese Maske halt aus dem Gesicht geschlagen werden könnte. Ich weiß ja nicht. Naja, jedenfalls fand er dann seine Maske wieder und schaute sich dann endlich mal nach seiner Frau um. Und da sah er, dass sie auf den Meeresboden sank. Was soll man denn da tun? Nun, Gabe war doch ausgebildeter Rettungstaucher, hm? Er sollte ja wissen, was man in so einer Situation tun sollte, oder? Zum Beispiel hinterhertauchen? Aber nein. Er schwamm nach oben, ging wieder an Bord und bat da um Hilfe für Tina. Ebenfalls unter Wasser war ein Mann namens Wade. Er war ein Tauchlehrer und zuständig für diese Ausflüge. Er sah Tina sinken, als Gabe an die Oberfläche schwamm. Und so tauchte Wade dann zu Tina, um sie an die Oberfläche zu bringen. Immerhin einer. Als er mit ihr auftauchte, war er von der Spielverderberin aber zu weit entfernt. Er war näher an der Jess 2, das war ein anderes Boot, was auch unterwegs war. Auf der Jess 2 versuchte dann ein Arzt, der an Bord war, für 41 Minuten lang Tina wiederzubeleben. Als die Leute dann Gabe fragten, warum er denn nicht gleich Tina hinterhergetaucht wäre, sagte er, dass er nicht dazu ausgebildet ist, Menschen an die Oberfläche zu bringen. Als Rettungstaucher, da lernst du das nicht. Da lässt du die Leute lieber sinken. Eieiei, ich spüre hier eine sehr verdächtige Schwingung. Später sagte er, dass er Probleme mit seinen Ohren gehabt hätte und deshalb nicht tiefer tauchen konnte. Als die alarmierte Hilfe dann eintraf, brachte man Tina sofort ins Krankenhaus. Und die Ärzte sagten, dass es merkwürdig war, dass sie so wenig Wasser in der Lunge hatte für jemanden, der einen Tauchunfall gehabt hat. Wade, dieser Tauchlehrer, der fand es generell merkwürdig, dass Tina so weit sinken konnte. Denn normalerweise würden Menschen, außer sie sind recht übergewichtig, nicht sinken, sondern eher im Wasser treiben. Als Wade Tina hochholte, musste er ihr vorher diesen Gewichtsgürtel ausziehen, da der mit diesen ganzen Gewichten voll war. Bei den späteren Untersuchungen fanden sie auch diesen Gürtel. Und da drin fanden sie 10 Kilo extra Gewicht. Bei Tinas Gewicht und Größe hätten 4 Kilo Zusatzgewicht völlig ausgereicht, um sie zu dem Wrack zu bringen. Also wieso hatte Gabe ihr mehr als das Doppelte an Gewicht in ihren Gürtel gepackt? Zufall? Schlecht gerechnet? Berechnung? Als Wade mit Tina hochkam, ist er ja auf die Jess 2 gegangen, weil die näher dran war. Und Gabe war noch auf der Spielverderberin. Aber er fragte nie, wie er auf die Jess 2 zu seiner Frau kommt. Andere Leute auf dem Boot fanden das natürlich seltsam. Gabe benahm sich auch seltsam. Er lief auf diesem Boot herum und fragte andere Leute, ob sie ihn umarmen könnten. Oh, ich bin traurig, kannst du mich in den Arm nehmen? Dein Lebensgefährte sinkt auf den Grund, wird von jemand anderen an die Wasseroberfläche gebracht. Auf dem anderen Boot wird an deinem Lebensgefährten eine Wiederbelebungsmaßnahme durchgeführt. Man versucht ihr da, das Leben zu retten. Du fragst nicht, wie du dahin gelangst. Stattdessen fragst du andere Leute, ob sie dich in den Arm nehmen können. Das stinkt gewaltig, mein Lieber. Tina konnte leider nicht gerettet werden. An diesem Tauchspot waren ja aber auch noch andere Taucher unterwegs. Manche sagten, dass sie Gabe dabei beobachtet hatten, wie er Tina eine Bärenumarmung gab. Während dieser Umarmung hätte Tina wohl kämpfend gewirkt, also als ob sie mit den Armen fuchtelt. Einer sagte, er hätte gesehen, dass sie versucht hatte, Gabe ihr Knie zwischen die Beine zu rammen. Und die Polizei wollte natürlich mit Gabe sprechen, aber er war auch allzu bereit dazu. Jedoch änderte sich seine Geschichte ständig. Ich glaube, er erzählte so ungefähr 14 verschiedene Variationen von dem, was passiert sein sollte. Einmal hätte er versucht, Tina nachzutauchen. Das eine Mal
hätte er versucht, sie festzuhalten, aber er hätte sie nicht halten können und sie sei ihm einfach entglitten. Und dann ist er halt schnell an die Wasseroberfläche, um Hilfe zu holen. Das andere Mal hätte er versucht, ihr nachzutauchen, hätte es aber nicht geschafft, wegen seinen Ohrproblemen. Ja, also verschiedene unterschiedliche Geschichten. Mal mit Erklärung, mal ohne. Aber mit jeder weiteren Geschichte ergab das alles noch weniger Sinn. Am nächsten Morgen, so gegen 5 oder 6 Uhr, rief Gabe dann bei seinen Eltern an, um ihnen zu erzählen, was mit Tina passiert war. Er wollte jedoch nicht mit Tinas Eltern sprechen und bat seine Eltern darum, bei ihnen anzurufen, um ihnen Bescheid zu sagen, was mit ihrer Tochter passiert ist. Klar, ich würde mich auch schämen, bei den Leuten anzurufen, dessen Kind ich auf dem Gewissen habe. Naja, und das taten sie dann auch. Also Gabes Eltern riefen Tinas Eltern an, um zu sagen, was passiert war. Und dann stieg Gabes Mutter in das nächste Flugzeug, um ihrem Sohn beizustehen. Der Gerichtsmediziner konnte an Tinas Tod nichts Merkwürdiges feststellen. Und so wurde Tod durch Ertrinken als offizielle Todesursache eingetragen. Tinas Familie konnte das so natürlich nicht stehen lassen. Sie wollten antworten und sie wollten halt wissen, was ist mit unserem Kind passiert. Ihr Vater hatte so das Gefühl, dass da irgendwas nicht in Ordnung war. 5 Tage nach dem Unfall flog Gabe dann mit Tinas Körper zurück nach Hause nach Alabama. Dort wurde dann die Beerdigung geplant. Beide Familien waren an der Beerdigungsplanung beteiligt, aber die Stimmung war so zerreißend, also wirklich sehr gespannt, dass sie in verschiedenen Räumen untergebracht werden mussten. Bei der Beerdigung waren Gabes und Tinas Freunde und Familie anwesend und viele sagten, dass Gabe sich unangemessen verhalten hätte. Zum Beispiel die Beerdigung fand am geöffneten Sarg statt und Gabe stand davor, drehte sich zu einem Kumpel um und sagte zu ihm, na wenigstens sieht ihr Busen noch keck aus. Warum? Wieso sagt man sowas? Und irgendjemanden hat dieser Kommentar so getroffen, dass die Person rumgegangen ist und auch gesagt hat, ey, hast du gehört, was Gabe gesagt hat? Und das gelangte dann bis zur Presse. An Weihnachten verschickte er Weihnachtskarten. Ich meine, das ist ja auch eine sehr schöne Tradition und die wollte er wohl beibehalten. Aber er suchte sich dafür ein Hochzeitsfoto von ihm und Tina aus und schrieb darauf, wer ist denn der heiße Typ da neben Tina? Ach ja, das bin ja ich. Was zur Hölle? Was tickt bei dem denn nicht richtig? Hat er zu wenig Sauerstoff in der Blutbahn? Berühren sich da nur die Synapsen, die für den Stuhlgang zuständig sind? Weil bei ihm kommt ja nur Dünnschiss raus. Er selbst sagte später, dass er sich bei der Beerdigung zurücknehmen wollte und er wollte die Trauer der anderen respektieren, da er ja nur so kurz mit Tina verheiratet war und die anderen ja viel länger mit ihr zu tun hatten. Dass er aber schon fast 3 Jahre mit ihr zusammen war, das war wohl nicht genug, um sie zu trauern. Deshalb wollte er sich eher im Hintergrund halten. Ja, keine Ahnung. Nach der Beerdigung, als sich alles so ein bisschen beruhigt hatte, versuchte Gabe dann Geld von der Reiseversicherung zu bekommen. Da dieses Unglück ja auf dieser Reise passiert war, dachte er, er hätte da Anspruch drauf. Und eine Entschädigungssumme würde ihm zustehen. Doch die Versicherung griff nicht bei Tauchunfällen. Und ebenso war er nicht eingetragen für ihre Lebensversicherung. Das wäre jetzt doppelt blöd für ihn. Tommy wollte das ja nach den Flitterwochen klären, hatte aber zu Tina gesagt, du kannst Gabe sagen, dass es erledigt ist. Er hatte weder den Begünstigten noch die Summe geändert. Die Lebensversicherung belief sich jetzt nur auf 30.000 US-Dollar. Nur, ist trotzdem Geld, ne? Aber die Maximalsumme belief sich wohl auf 1 Million US-Dollar. Ist schon eine Spannung. Tommy glaubte Gabes Geschichte nicht. Nichts ergab Sinn und er wollte einfach Antworten haben. Was ist mit seiner Tochter passiert? Und da sich offensichtlich niemand darum kümmerte, beschloss er, das selbst in die Hand zu nehmen. Und er erreichte auch ein paar Leute von denen, die auch auf diesem gleichen Schiff waren wie Gabe und Tina. Die waren nur allzu bereit, ihm zu helfen. Falls er irgendwelche Fragen hat, die sie ihm beantworten könnten, würden sie das auf jeden Fall tun. Von ihnen erfuhr Tommy dann, dass Gabe nicht versucht hatte, zu Tina auf die Jazz 2 zu gelangen. Und je mehr Tommy in Erfahrung bringen konnte, umso sicherer war er sich, dass er selbst nach Australien reisen musste, um vor Ort mit den Leuten zu sprechen. Dort traf er sich dann auch mit Wade, diesem Tauchlehrer, und
Er traf sich auch mit der Polizei. Und die Polizei musste dann halt auch einsehen, dass es vielleicht doch ein Mordfall war. Weil irgendwas passte nicht zusammen. Jemand muss irgendwas manipuliert haben. Im Juli 2004 galt ihr Tod nicht mehr als Unfalltod und der Fall wurde wieder aufgerollt. Die Polizei notierte sich alle Ungereimtheiten zwischen Gabes Geschichten und den tatsächlichen Beweisen. Was ja auch irgendwie so das Minimum von dem ist, was man so erwarten kann, finde ich. Zum Beispiel lag Tinas Körper auch nicht da, wo Gabe angegeben hatte, dass man sie finden würde. Das konnte man rekonstruieren. Außerdem sagte Gabe in einer Geschichte, dass er auf dem Weg nach oben auf zwei weitere Taucher gestoßen wäre und denen hätte er signalisiert, dass Tina Hilfe braucht und dass sie sich um seine Frau kümmern sollen. Doch die Polizei fand keine Hinweise darauf, dass da gerade zwei Leute versuchten, nach unten zu tauchen. Sie fanden auch niemanden, der diese Geschichte bestätigen konnte. Und es müsste ja jemand vom Boot gewesen sein und die hatten sie nun mal alle befragt. Es gab andere Taucher, aber die waren mit den beiden gemeinsam abgetaucht, nur halt etwas versetzt. Die waren halt woanders und konnten die beiden aus der Ferne beobachten. Und die sagten auch, dass sie in diese Richtung nur Tina und Gabe gesehen hatten und keine anderen Taucher. Außerdem sagte Gabe, dass er so schnell wie möglich an die Oberfläche geschossen sei, um Hilfe zu holen. Laut seinem Tauchcomputer wäre das aber nicht der Fall gewesen. Da sah es nämlich so aus, als hätte er sich alle Zeit der Welt gelassen und wäre ganz in Ruhe nach oben getaucht. Ohne jede Eile. Jemand an Bord sagte allerdings, dass Gabe wie ein Torpedo aus dem Wasser geschossen sei. Tinas Computer zeigte an, dass sie zwischendurch immer wieder versucht hatte, an die Oberfläche zu kommen. Also kaum war sie abgetaucht, versuchte sie immer wieder an die Oberfläche zu kommen. Ein klares Signal dafür, dass jemand Panik hat. Sie fühlte sich ganz offensichtlich da nicht wohl. Sie war ja auch überhaupt nicht so erfahren wie die meisten anderen Taucher dort. Sie hätte diese Extrahilfe, die ihnen angeboten wurde, auf jeden Fall gebrauchen können. Aber Gabe lehnte das ab und schickte die weg. Ihr Tauchlehrer bestätigte diese Aussage auch später vor Gericht. Sie hatte das alles nur getan, um Gabe eine Freude zu machen. In ihren Lungen wurde ja nur sehr wenig Wasser gefunden. Also ging sie davon aus, dass sie sehr schnell das Bewusstsein verloren hätte. So hätte sich denn ihr Mundstück etwas lösen können und sie hätte mit dem Sauerstoff noch Wasser einatmen können. Sie gehen davon aus, dass Gabe ihr die Luftzufuhr abgedreht hätte, bis sie bewusstlos war. Und als sie dann bewusstlos war, hätte er es wieder angemacht und sie dann einfach zu Boden sinken lassen. Vielleicht hatte er das während dieser Bärenumarmung gemacht, wo sie sich zuerst noch gewehrt hatte. Und dann hätte sie das Bewusstsein verloren und er hätte sie einfach losgelassen. Vor Gericht wurden sehr viele Taucher, aber auch Rettungstaucher angehört. Und diese bestätigten, dass Gabe sehr wohl darin ausgebildet war, Leute an die Wasseroberfläche zu bringen. Immerhin ist es das, was sie dir dort beibringen als Rettungstaucher. Die Beamten durchleuchteten auch die Firma, also dieses Unternehmen, mit dem sie da getaucht sind. Da man da auch seine Erfahrung eintragen muss, wie viel Taucherfahrung man hat. Doch nur 15 von Gabes angegebenen Tauchstunden hatte er in öffentlichen Gewässern gemacht. Das hatte er so dort aber nicht angegeben. Und so dachte natürlich dieses Unternehmen, dass Gabe viel mehr Erfahrung hätte, als er tatsächlich vorweisen konnte. Immerhin hatte Gabe ja auch immer wieder betont, wie viel Erfahrung er hatte. Wäre alles richtig ausgefüllt worden, hätten sie sich von Gabe nicht so abspeisen lassen. Dann hätten sie so oder so einen Tauchlehrer mit ihnen mitgeschickt. Alleine nur, um für ihre Sicherheit zu sorgen. Also, auch da hat Gabe gelogen. Tommy, Tinas Vater, erzählte der Polizei dann noch, dass jedes Mal, wenn er Tinas Grab besuchte, die Blumen, die er vorher mitgebracht hatte, verschwunden waren. Er glaubte, dass Gabe diese Blumen stehlen würde, warum auch immer. Gabe ließ Tinas Körper exhumieren, nur um sie in einer anderen Grabstelle, die ihm gehörte, unterzubringen. Traurigerweise kaufte er ihr nicht mal einen Grabstein. Er ließ das Grab einfach unbenannt, aber trotzdem fand Tommy heraus, wo seine Tochter begraben war. Wie furchtbar. Und auch dort, Tommy brachte Blumen mit, und am nächsten Tag waren sie verschwunden. Oder wenn er zum Beispiel morgens vor der Arbeit hinging, Blumen ablegte und nach der Arbeit zurückkam, nur ein paar Stunden später, waren die Blumen verschwunden. Also bat er die Polizei darum, dort eine versteckte Kamera aufzustellen, damit sie herausfinden konnten, wer die Blumen da wegnimmt. Und auf dem Videomaterial sahen sie tatsächlich, dass es Gabe war, der die Blumen jedes Mal wegnahm. Er sagte dazu, zu seiner Verteidigung, dass Tina keine Plastikblumen gemocht hätte und er wollte das respektieren.
Ist klar, ist total respektvoll, die Blumen, die der Vater mitbringt, zu entfernen, weil sie angeblich keine Plastikblumen gemocht hätte. Klar. Und dann lieber ein leeres, namenloses Grab. Total respektvoll. Im März 2005 verklagte Gabe denn diese Reiseversicherung auf eine Summe von 45.000 US-Dollar. Kosten der Reise, die Reiseunterbrechung, weil wegen dem Todesfall musste er ja jetzt den Urlaub abbrechen. Arztkosten, aber auch Spesen, sowas wie Taxikosten. Total freundlich und umgänglich. Dufter Typ, richtig sympathisch. Er zog die Klage erst im Mai 2008 zurück, als die Haftklage gegen ihn ernster wurde und er laut seinem Anwalt eine Selbstbeschuldigung riskieren würde. Nach einer Weile traf sich Gabe dann auch mit einer neuen Frau namens Kim, die er im August 2008 heiratete. Kim war eine Lehrerin aus der 7. Schulklasse aus Birmingham. Und die beiden hatten wohl sehr lange vorher telefoniert, bevor sie sich tatsächlich trafen. Und sie sagte, sie hätte schon alles über ihn gewusst, bevor es zum ersten Date gekommen wäre. Kim sieht Tina tatsächlich etwas ähnlich und natürlich tuschelte man, dass es sich dabei um eine Ersatz-Tina handeln würde. Was nicht besonders nett ist. Beamte aus Australien kamen auch nach Alabama, um vor Ort zu ermitteln. Sie fanden ziemlich viel Schmutz um Gabe herum. Er war nicht der Ehemann, für den er sich ausgab. Und sie sahen bei ihm so ein Muster. Also zum Beispiel bestellten sich Tina und Gabe mal Pizza. Und diese Pizza warf er dann nach Tina, weil sie eine Meinungsverschiedenheit hatten. Freundlich und umgänglich. Außerdem hatte sich Tina kurz vor der Verlobung von Gabe getrennt. Sie wollte heiraten und die beiden dateten ja schon eine ganze Weile. Und als dann nichts passierte, außer dieses Verarschen, trennte sie sich. Und sie war bereit, weiterzuziehen. Sie hatte sogar ein Date. Und als Gabe das erfuhr, wurde er richtig grantig. Er stieg ihr wohl hinterher und rief sie auch regelmäßig an. Ja, und dann irgendwie puzzelten die beiden sich wieder zusammen und dann kam es halt zu der heiß ersehnten Verlobung. Ja. Nach all dem dachte die Polizei, dass die Lebensversicherung und die Reiseversicherung ein ziemlich gutes Motiv darstellt. Obwohl Gabe wohl angeblich in der Firma von seinem Vater sehr gut verdienen würde, er hatte dieses Haus, was er aber nicht vollständig bezahlt hatte, und er hätte ein Boot gehabt. Ich weiß nicht, inwieweit das vollständig bezahlt war. Australien versuchte Gabe vor Gericht zu ziehen, aber er weigerte sich, freiwillig nochmal einen Fuß in dieses Land zu setzen. Er meinte, freiwillig würde er da nicht nochmal hingehen. Erst im Mai 2009 ging er dann freiwillig wieder zurück nach Australien, um sich vor Gericht zu verantworten. Eventuell hatte Kim ihm ins Gewissen geredet. Auch er nahm einen Deal an, wenn sie die Anklage von Mord auf Totschlag ändern. Und so wurde er dann für Totschlag zu nur 4,5 Jahren verurteilt. Doch der Richter reduzierte das auf nur 12 Monate Haftzeit und die restlichen 3,5 Jahre sollten auf Bewährung ausgesetzt werden. In Alabama wurde dann gegen dieses Urteil geklagt, weil es halt einfach viel zu gering war. Doch auch da wurden nur die 12 Monate Haftzeit auf 18 Monate Haftzeit erhöht und die restlichen 3 Jahre wieder zur Bewährung ausgesetzt. Und ihr dachtet euch bei Raven und Janet, dass die 8 Jahre zu kurz waren. Ich unterbiete es nur ungern. Die Beamten wollten ihn in Alabama jedoch nochmal anklagen, und zwar diesmal für Mord. Da das Gericht in Australien einige Beweise aus Amerika nicht berücksichtigt hatten. Australien weigerte sich aber, Gabe auszuliefern, wenn sie nicht darauf verzichten, die Todesstrafe in Betracht zu ziehen. Also wir geben ihn euch nur, wenn ihr ihn nicht zum Tode verurteilen könnt. Und Alabama sagt, okay, wir klagen ihn für Mord an, aber egal was passiert, er wird nicht die Todesstrafe bekommen. In Alabama wurde er in 2 Fällen angeklagt. Einmal für Mord und einmal Entführung durch Trickserei. Sie glaubten nämlich, dass Gabe Tina dazu gebracht hat, Tauchunterricht zu nehmen, damit er sie dann nach Australien bringen kann, um sie dort umzubringen. Ist jetzt ein bisschen weit hergeholt, finde ich persönlich, aber okay. In dieser Zeit widerriefen sie dann auch Gabe als Nachlassverwalter für Tina. Nun hatte er keine Bestimmungsgewalt mehr darüber und auch nicht mehr über die Grabstätte. Die Nachlassverwaltung wurde an ihren Vater Tommy übergeben. Gabe, der kleine Huso, hatte bis dahin immer noch keinen Grabstein für Tina besorgt. Er hat das Grab einfach so gelassen. Tommy forderte Gabe noch dazu auf, Tinas persönliche Sachen herauszugeben, aber Gabe weigerte sich. Er sagte dann noch sowas wie, dass ihr Gesamtvermögen in ihren persönlichen Sachen, also auch inklusive Bankkonto,
nur 3.000 US-Dollar wert wären und er hätte ja schon so ungefähr 5.000 für ihre Beerdigung bezahlt. Was für ein Arsch. Am 13. Februar 2012 ging der Fall dann erneut vor Gericht und das wäre Tinas 35. Geburtstag gewesen. In Alabama durften einige Beweise nicht dem Gericht vorgelegt werden. Zum Beispiel sein seltsames Verhalten, dass er versucht hatte, die Reiseversicherung zu verklagen und dass er Anspruch auf die Lebensversicherung einreichen wollte. Das durfte alles nicht angeführt werden. Es passierte ja in Alabama, dass er die Reiseversicherung verklagte. Aber wieso wurde das denn nicht zugelassen? Das hätte ja dem Fall auch geholfen, um zu zeigen, so, oh ja, er hat schon an verschiedenen Stellen versucht, da Geld rauszuholen. Und ich verstehe nicht, warum manchmal diese Sachen nicht angebracht werden dürfen. Weil er die Klage fallen gelassen hat. Falls das einer von euch weiß, warum das manchmal so ist, es würde mich wirklich interessieren. Und ohne das Motiv für die Lebensversicherung, die Reiseversicherung und sein merkwürdiges Verhalten, entschied das Gericht, dass sie zu wenig hatten, um ihn für Mord anzuklagen. Also wurde diese Anklage fallen gelassen. Die beiden Versicherungen hätten zusammen einen Betrag von 75.000 Dollar ergeben. Das ist jetzt nicht so wenig. Und wenn man bedenkt, dass Gabe davon ausgehen könnte oder gekonnt hätte, dass die Lebensversicherung 1 Million US-Dollar betragen hätte, wenn Tommy sie erhöht hätte, das ist schon, viele haben schon für viel, viel weniger gemordet. Gabe sagt, dass er damit seinen Frieden gemacht hätte und jetzt einfach nur sein Leben weiterleben möchte. Ja, das hätte Tina wahrscheinlich auch ganz gerne gewollt. In seinem Büro würde ein Bild von Tina und Kim stehen. Und Kim würde ihn dabei unterstützen, seine erste Frau zu ehren und nicht zu vergessen. Gabes Familie glaubt an seine Unschuld und steht total hinter ihm. Sie hoffen, dass er seinen Ruf gerade rücken kann und dann ein glückliches, erfülltes Leben haben könnte. Tinas Familie, die haben gar nichts. Keine Erklärung, keinen offiziellen Verantwortlichen, nichts. Nichts, um irgendwie damit abschließen zu können. Und darum kann man diesen Fall auch nur so schwer vergessen. Er baut sich immer wieder an die Oberfläche, aber es ergibt so vieles keinen Sinn. Erstmal die Erklärung, wie Tina gestorben sein soll. Seltsam. Wie er sich verhalten hat, wirklich seltsam. Dass er immer die Blumen vom Grab geklaut hat und nicht mal einen Grabstein für Tina aufgestellt hat. Dass der Richter die lächerliche 4,5-jährige Haftstrafe auf nur 12 Monate Haftstrafe reduziert hat. Sehr merkwürdig. Und dass Alabama dann einige Beweise nicht anführen durfte. Was ist denn da überall los? Meine persönliche Meinung, er war es absolut. Ich halte ihn für ein Dreckstück. Ich hoffe, Kim geht nie mit ihm tauchen. Aber auch hier, richtige Beweise sehen anders aus. Es gab zwar Zeugen, die ihn komisch agieren sahen und er hat ihr auch nicht geholfen. Unterlassene Hilfeleistung, aber wenn das mit den Ohren stimmt, ich weiß es nicht. Würde ich nicht eher riskieren, meine Trommelfell zu zerstören, anstatt meinen Partner sterben zu lassen? Besonders wenn ich diesen Menschen gerade geheiratet habe, dann lasse ich den noch nicht ertrinken, weil ich denke, aua. Also klar, das sind furchtbare Schmerzen, ja? Aber der Schmerz, einen geliebten Menschen zu verlieren, ist viel größer. Und da würde ich, glaube ich, echt auf mein Gehör verzichten, aber meinen Ehepartner retten. Naja, Gabe in dem Fall halt nicht. Ich bin wirklich gespannt, eure Meinung zu diesem Fall zu hören. Und wirklich, falls ihr wisst, warum manchmal Beweise nicht angeführt werden dürfen, lasst es mich bitte wissen. Glaubst du, Gabe war es? Oder hat er auf eine sehr verschrobene, nicht nachvollziehbare Art versucht, irgendwie mit dem Verlust umzugehen? Ich meine, Trauer sieht ja immer anders aus, aber wenn sie so aussieht, weiß ich nicht. Was nehmen wir aus diesem Fall mit? Lebens- und Liebesberaterin Monique, Single seit gut einem Jahr. Lasst mich euch etwas sagen. Tu nichts, was du nicht möchtest, nur um jemandem einen Gefallen zu tun. Denn wenn du das tust, hast du die Erwartung, dass die Person das ebenfalls für dich tut. Und wenn sie das dann nicht tut, Riesenenttäuschung. Aber wenn du nur das tust, womit du fein bist, dann gibt es dieses ganze Heckmeck nicht. Hobbys, die man teilen kann, sind toll. Hobbys, die man abseits vom Partner machen kann, sind super toll. Wenn man immer alles nur gemeinsam macht, dann hat man sich auch irgendwann gar nichts mehr zu erzählen. Ne? Ist ja auch öde, das wollen wir ja nicht. Wollen wir ja ein bisschen Pep in die Bude bringen. Pep. Versucht öfter in euch hineinzuhören. Was wollt ihr? Was traut ihr euch zu? Was macht euch glücklich? Apropos glücklich. Heute werde ich richtig deep. Niemand ist dafür da,
um dich glücklich zu machen. Das ist nicht der Job von irgendeinem Partner. Versuch, alleine glücklich zu sein. So funktioniert dann eine Beziehung auch wesentlich besser, wenn beide Partner sowieso schon glücklich sind, obwohl man auch keinen anderen Menschen dafür braucht, um glücklich zu sein. Ich kenne ein paar, die sehr viel glücklicher ohne Partner sind. Lebenspartner können aber auch ganz schön anstrengend sein. Ja, Beziehungs- und Liebestipps von einem Single. Aber wie sagt man so schön, wer es nicht kann, der unterrichtet es. Nächste Woche zusammenziehen oder nicht? Was ist der wahre Beziehungskiller? Na gut, das ist der Look. Ich habe auf die falschen Wimpern verzichtet, weil ich ja immer so ein bisschen Problemchen habe. Und ich finde es so halt auch schon ziemlich schön. Er erinnert mich ein bisschen an diesen Blau-Silber-Look, den ich letzten Montag geschminkt habe. Nur wesentlich tragbarer und nicht so schreiend. Ich habe ihn auch nicht matt gemacht, ich habe ihn schimmernd gemacht. Und damit bin ich sehr zufrieden. Ja, wenn ich so in ein paar Stunden mit dem Hund rausgehe, dann ist es so 15 Uhr. Und damit gehe ich gerne raus. Ich finde mich nicht zu dolle, also es ist schon doll, aber es ist nicht zu dolle. Und diese Foundation, wow. Also ich habe die ja von Christine geschenkt bekommen. Ich bin sehr glücklich. Die Armani Foundation, die hat sich wirklich, also ich freue mich total. Die sieht richtig schön aus. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Na gut, ich hoffe, du hast einen fabelhaften Tag. Pass bitte gut auf dich auf. Triff gute Entscheidungen und bis zum nächsten Mal am Donnerstag wünsche ich dir was.